Das Leben findet sehr weit vom Gleichgewicht entfernt statt. Neue Ideen werden meistens nicht am Schreibtisch kreiert, sondern während Hobbys. Ob das Laufen ist, Wandern ist, Tauchen ist, durchmalen. Wenn der Kopf sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Für mich ist Wissenschaft und Kreativität nicht trennbar. Denn wenn wir mit Ergebnissen konfrontiert sind, die nicht erwartet sind, müssen wir uns neue Modelle überlegen, mit denen man diese Beobachtung erklären kann. Was mich begeistert, ist, eine Entdeckungsreise anzutreten in eine Welt, die wir normalerweise nicht sehen. Nehmen Sie sich ein Haar und jetzt versuchen Sie, den Durchmesser in 1000 Teile zu zerschneiden. Dann sind Sie auf der Nanoskala. Ich versuche, öffentliche Vorträge zu halten. Es ist einfach wichtig, dass wir nicht nur auf fachspezifischen Konferenzen uns mit Kollegen und Kolleginnen austauschen, sondern auch mit unserer direkten Umgebung. Mein Name ist Viola Vogel. Ich bin Professorin für Mechanobiologie und Einstein Visiting Fellow in Berlin.